Jo moin, im heutigen Clash Rabi haben wir Rohat aka 123 zu Gast. Ich habe vor einer sehr, sehr langen Zeit schon mal ein Video zu seinem Deck gemacht und er spielt einfach Golem 3 Musketier und ist gerade Platz 36 der Welt und die Meta ist besser als je zuvor auf Wiener. Könnt ihr sehen, 5.4, 3 Musketier, Golem, Cycle. Ja, vielleicht kein Cycle, aber sehr, sehr tolles Deck mit der Minenhorde, mit den Barbaren, mit den Skelly Drinks und wie ihr dieses Deck hier spielen müsst, das sage ich euch heute. Folgt doch gerne Rohat auf Twitch, das streamt er regelmäßig und auf Twitter. Links auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und lasst gerne auch die Glocke da, aktiviert die Glocke. Benutzt auch sehr, sehr gerne Creator Code Morgen im Shop. Bald der neue Season, also tragt jetzt schon mal gerne den Code ein, wenn ihr euch was mit dem Battle Pass holen wollt oder euch den Battle Pass holen wollt. Mit Echtgeld könnt ihr auch einen COC im Brawl Stars verwenden und ich würde sagen, wir springen auch direkt in die Games, die ihn auf Top 50 gebracht haben und dieses Deck braucht einfach unfassbar viel Skill. Wir springen rein. Let's go. So, Leute, im ersten Game gegen Awesome MK und das ist laut Rohat. Ne, wir haben Kontakt zu ihm, er ist ein Mod bei mir, wir sind so. Ich draw deswegen auch bei ihm, das ist so der einzige Grund, warum wir so sind, weil ich keinen Bock habe, gegen dieses räudige Deck zu spielen. Also, ich zeige euch jetzt Gameplay, ihr müsst wirklich dafür stark sein. 3 im First Play, Golem First Play ist normal. Und es ist immer so. Was ich euch jetzt sagen will, so als Tipp, don't hate the player, hate the game. Natürlich eine Spielweise, die jetzt nicht jeder feiert. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan davon, aber es klappt. Never change the running system. Wenn es für ihn klappt, warum sollte er es nicht machen? So, er lässt jetzt den MK connecten und spielt die Barbs dahinter. So, schon mal ein wichtiger Tipp, er lässt sehr, sehr viel Damage durch. Das ist wie ein Matchup, was er meint, ist gut. Ist natürlich die Mother Witch an sich ist sehr, 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 sehr stark gegen sein Deck. Vor allem gegen die Skeleton Army. Deswegen wird er vorsichtig sein. Immer versuchen, nicht die Skeleton Army gegen seine, gegen die gegnerische Mutterhexe zu spielen. Oder dass er halt weiß, okay, er wird jetzt das Skarmy nicht committen, weil der Gegner eine Mutterhexe hat. So, Pumpe auf jeden Fall jetzt rauf. Es ist sehr, sehr wenige Leute, die zurzeit Earthquake spielen. Das merkt ihr wahrscheinlich selbst. Earthquake fällt ein bisschen aus der Meta raus. Und das ist halt so ein Grund, warum Feuerball in diesem Feuerball-Bait-Deck die Pumpe sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich, wenn ein Earthquake drauf wird, komplett positiv bei Lixi Trade. Aber Feuerball ist fein. Ihr habt die Mähenhorde, ihr habt die Barbaren, ihr habt die Skeldrinks und die 3M. Das geht klar. So, jetzt kommt ihr meiner Meinung nach eine sehr, 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 sehr schlechte Royal Hawks hier von Awesome MK, weil er muss gleichzeitig die noch verteidigen und guckt euch meinen Elixiervorsprung an, den Rohat hier hat. AKA hat natürlich in-game. So, er bringt jetzt hier die Skeldrinks dahinter. Und jetzt kommt erstmal, ich glaube, das ist halt hundertprozentig der Turm. Das ist jetzt hundertprozentig der Turm, das weiß Rohat eigentlich auch, dass es der Turm ist. Ich glaube, jetzt bringt er hier noch eine Minenhorde. Bringt er die Minenhorde drauf? Ich weiß gar nicht, ob er jetzt eine Minenhorde drauf bringt. So, jetzt bringt er vielleicht. Ja, jetzt bringt er die Minenhorde drauf, nachdem der Golem gefokust wird. Auf jeden Fall smarter Play. Und er ist in einem guten Spot. Er hat eine relativ gute Exil-Position. Ihr könnt ihr wirklich sehen, Minenhorde wirklich, glaube ich, der einzige Spieler, Rohat oder Art hier, beziehungsweise der die Minenhorde wirklich in den Top 50 der Welt spielt. Auf jeden Fall eine krasse Leistung. Und ihr könnt hier wirklich sehen, wie viel Value die Minenhorde bekommt. Und jetzt natürlich, Awesome MK weiß, er kann nicht mehr richtig den Turm Feuerball. Wenn er jetzt den Turm und die Puppe Feuerball, wenn die Puppe Feuerball, er kommt nicht mehr richtig durch. Aber jetzt werdet ihr auch sehen, er wird sowieso nicht durchkommen. Klar, er wird jetzt die 3M spielen. 3M sind gut, aber das Ding ist, die 3M sterben halt nicht mal vom Feuerball. Und klar, die Hawks bekommen den Turm. Mal gucken, ich meine, Elixiervorsprung. Es sind 3M auf dem Feld, die sind nicht tot. Jetzt gibt es die Minenhorde an die Brücke. Und jetzt gibt es, glaube ich, gleich sein Lieblingsplay. Wir lieben ihn alle. Barbs in den Knick, einfach der Play der Plays. Jetzt gibt es gleich noch eine Skarmy in den Knick. Und das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation jetzt für den Gegner. Natürlich, die Mother Witch macht einen sehr, sehr krassen Job. Skarmy ist am King Tau dran, Musketier ist am King Tau. Also wenn ihr ein Freecon Deck sucht, was unfassbar viel Spaß macht, was ein richtig geiles Deck ist, das ist das Deck, was ihr spielen wollt, das wäre der Freecon gewesen. GG's well played, Art gewinnt das erste Game. Einfach unfassbar nice, dieses Deck. Es braucht unfassbar viel Skill. So, jetzt sind wir im zweiten Game und das ist ein Matchup, was aus Ahas Perspektive ein schlechtes Matchup ist. Ihr seht es hier, X-Bogen, Cycle und wir haben halt wirklich den Golem. Natürlich Golem ganz solid gegen X-Bogen, kostet aber mehr Elixier und sonst hat man wirklich gar nichts. Ihr könnt ja schon sehen, Rohat mag es, Plays zu machen, die nicht wirklich viel Sinn ergeben. Minenhorde First Play an der Brücke, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon der Play. Jetzt gibt es hier eine Skellies nach hinten vom besten A. Auf jeden Fall wahrscheinlich der beste X-Wing-Spieler zurzeit auf der Welt. Und natürlich, er hat die Pfeile gegen Archers, aber wir wissen beide, er kann easy outcyclen. Er wird easy outcyclen. Jetzt gibt es die Pumpe wird jetzt gefeuerballt. Und ich bin wirklich gespannt, wie es hier Art schafft, den Elixiervorsprung zu gewinnen und es nicht hinzubekommen, den X-Bow-Log zu bekommen. Weil, wir wissen beide, Best NA kann einfach immer einen X-Bogen bringen. Und wenn er dann kein Golden Ready hat, wie verteile ich das? Wenn Barbs kommt, kommt einfach ein Feuerball. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er das jetzt spielen würde. Jetzt gibt es, glaube ich, Scale Drinks nach hinten. Ja, Scale Drinks nach hinten.
Und ich glaube, er versucht das wirklich sehr, sehr defensiv zu spielen, bis in Double Elix-Time. Nochmal kurzer Tipp vorab oder allgemeine kurze Note. Klar weiß auch, Art, so was die Gegner spielen. Wenn er zum Beispiel gegen Bestlauf Shocker spielt, weiß er ganz genau, es wird 3.0 Expo Cycle sein. Wenn er gegen Awesome MK spielt, weiß er, es wird wahrscheinlich MK sein. Das ist natürlich den Vorteil, den er jetzt hier hat. So, ich glaube, jetzt bringt er Barbs in die Brücke oder lässt es einfach durchlaufen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt hier. Er lässt es durchlaufen. Okay. Er lässt die Minenhorde auch komplett connecten. Jetzt bin ich gespannt, was Best macht. Okay, jetzt gibt es hier gleich Archers. Er lässt ein bisschen Mini-Chip connecten. Auf jeden Fall krass. Ich bin mal gespannt. Ich sehe halt nicht die Chance, wie er es wirklich verteidigen will. Okay, was kommt als nächstes? Das Game habe ich zum Beispiel noch nicht vorher gesehen, weil ich mich wirklich überraschen lassen wollte. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sowas öfters sehen wollt, ob ihr sowas feiert, dass ich irgendwelche Decks von irgendwelchen Leuten vorstelle. Und ich denke, das ist jetzt so ein bisschen der Fehler hier von Best, wenn wir ehrlich sind. Einfach nur den X-Bogen hier, dass er nicht die Pumpe wirklich beschützt oder die Pumpe killt. Ich glaube, ich hätte an seiner Stelle die Pumpe versucht zu Feuerball. Ich hätte die wahrscheinlich einfach gefeuerballt. Ich glaube, das wäre der Tipp gewesen. So, jetzt gibt es hier Pfeile drauf. Der Turm steht noch und Elixiervorsprung ist da. Und jetzt gibt es, glaube ich, den Golem in die Mitte. Und es gibt von Best NA die nächsten X-Bogen. Ist ein bisschen in die Mitte platziert, kann man auf jeden Fall machen. So, jetzt gibt es hier, glaube ich, gleich die Scale Drinks. Ja, genau, Scale Drinks in die Mitte. Hätten wir vielleicht ein bisschen besser platzieren können, weil jetzt stirbt der eine Scale Drink, aber alles gut. Jetzt gibt es einfach die Minenhorde an die Brücke. Und jetzt gibt es hier die nächste Pumpe. Pumpe kommt rein, er musste jetzt eigentlich Feuerballen. Er geht mit dem X-Bone an. Ich bin auch wirklich gerade nicht so happy. Also Best in A, verstehe mich nicht falsch, einer der besten X-Bone-Spieler der Welt. Aber was er hier gerade spielt, würde ich zumindest persönlich anders spielen. Ich würde jetzt anstatt an Rohr stellen, Art stellen, einfach einen Golem spielen. Kommt auch. Und natürlich ist er jetzt in einem sehr, sehr guten Position. Er kann jetzt einfach eine Skarmi spielen. Vorteil natürlich, Best in A hat kein Ice School. Das heißt, wenn er kein Lock im Cycle hat, die Skarmi kriegt so viel Value. So, jetzt muss er eigentlich einen Feuerball bringen. Und ich glaube, dass Best in A ein bisschen Fehler gemacht hat. In Double muss er halt einfach mehr Damage machen. Das hat er nicht hinbekommen. Pfeile kommen rein. Pfeile ein bisschen spät vielleicht sogar. Jetzt gibt es hier gleich eine Barbaren an die Bridge. Das sind dann diese Plays, die macht man nur mit diesem Deck. Jetzt gibt es, glaube ich, noch den Skarmi an die Brücke. Okay, gibt es nicht. Es gibt jetzt erstmal die nächste Pumpe wahrscheinlich. Pumpe kommt wahrscheinlich jetzt rein. Pumpe kommt jetzt. Nächste Pumpe. Da wird wahrscheinlich jetzt ein Feuerball fliegen, wenn ich Best. Ne, er spielt wieder seine. Er spielt wieder. Kollege Schnürschön, er kriegt den Golem auf jeden Fall. Boah, OMG, okay, das war ja mal sowas von knapp, dass er die Pumpe noch bekommen hat. Das war wichtig und richtig. So, Babs den Knick, hat in die Mitte gespielt, um natürlich alles bestmöglich wegzutaggen. Und by the way, wenn ihr das Video gerade seht, heute Abend, 22 Uhr bis 10 Uhr morgens, gibt es den XXL Season Endstream. Wir wollen so hoch wie möglich pushen. Schaltet da auf jeden Fall ein. twitch.tv/mortenroyal, Link ist in der Videobeschreibung. Unbedingt abchecken. Ihr braucht keinen Account, ihr braucht gar nichts. Einfach nur auf den Link klicken und ihr seid dabei und ihr könnt den Stream ab 10 Uhr abends nicht verpassen. Verpassen wäre jetzt nicht so nice. Und ihr könnt jetzt sehen, das Rohr hat auf der linken Seite, also auf der rechten Seite, ich kriege das immer nicht geschissen, unfassbar viel Damage gemacht. So, jetzt gibt es hier Barbs, wieder zum Tanken. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich gleich hier High Scaly Drinks, sehr, sehr stark. Jetzt gibt es gleich eine Minenhorde auf der linken Seite, oder? Genau, die kommt jetzt. Die Barbs tanken zum Glück noch, was gut ist. Jetzt gibt es wahrscheinlich Pfeile einfach nur rein. Pfeile kommen, Pfeile sind gut. Jetzt gibt es euch einfach die nächsten Golem an die Brücke, wie ich jetzt hier. Geh Golem wieder halb hoch, sehr, sehr stark. Und ich sehe jetzt halt wirklich keine Chance mehr, wie Best in A, dass hier irgendwie durchkommen will. Er kann, hat eigentlich gar keine Chance mehr, gibt jetzt auch auf. GG's well played. Und das ist halt wirklich einfach krass. Es ist wirklich gut gespielt. Er weiß ganz klar, wann er Truppe spammen muss. Stark gespielt. Art 123 gewinnt das nächste Spiel gegen den besten X-Punkt-Spieler der Welt. So, nächstes Game gegen niemand geringeren Stan Egor. Ich glaube, 5-mal Nummer 1, einer der besten Spieler der Welt. Und natürlich, wir haben Golem auf der Starthand. Er weiß, er spielt Morta normalerweise oder meiner Cycle. Golem First Play, let's go. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier Igor macht. So, er lässt es erstmal durchlaufen. Minenhorde kommt hier rein von Rohead, a.k.a. Ahead. Junge, ich feiere dieses Gameplay. Es ist einfach was komplett anderes. Normalerweise stelle ich High-Cycle-Gameplay vor, High-Skill-Decks. Natürlich, ich will jetzt dieses Deck nicht fronten, so, ne? Aber es ist was anderes. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz andere. Es fühlt sich ganz anders zuzugucken. Ich denke gerade so, ich gucke so einen 4K-Spieler an, aber es ist einfach ein Top-50-Spieler, der wahrscheinlich einen Top-100-Finish diese Season erreichen wird. Feiere ich auf jeden Fall. Also jetzt No Front an Art. Ich denke, er weiß das auch, dass ich es nicht ernst meine. Aber das ist natürlich ein Gameplay hier, was man sich auf jeden Fall mal geben kann. So, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Er kennt ja sein Deck, ne? Er kennt halt sein Deck. So, Miner kommt rein, guter Miner. Kriegt hier die Pumpe, aber das war. Ich weiß nicht, ob das ein guter Miner war. Weil jetzt geht der King an. Ah!
Igor, bisschen fehlerlastig. Das war auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung, das so zu machen. Jetzt gibt's einfach die nächsten Golden von hinten. Und natürlich in dem Matchup könnt ihr etwas anders spielen als andere Matchups. Ihr müsst nicht so vorsichtig sein. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr spielt nur gegen meiner Control. Er hat nur meiner Control. Er hat keine Warpack, er kann nicht wirklich pressuren. Und das ist halt wirklich so ein Matchup. Da könnt ihr aggressiv spielen. Da könnt ihr Golem nach hinten bringen. Und was soll denn Igor machen? Soll er meine Skills auf der anderen Seite machen? Das ist doch easy Defense. Das ist jetzt nicht so wie ein X-Bogen, wo ein X-Bogen in den Turm kommen kann und krass Pressure tun kann. So, jetzt muss Roar ein bisschen aufpassen, weil natürlich die Delivery im Deck ist. Dann gibt es hier einfach mal Golem und Barbaren in die Brücke. Auf jeden Fall nice. Mine auf Turm, Lock kommt defensiv. Ich glaube, jetzt gibt es einmal eine Delivery. So, Delivery kommt jetzt rein. Okay, starke Meanhorn-Timing, aber ich glaube nicht, dass es was bringen wird. Es gibt einen Eisgeist rein. Und das ist einfach eine sehr, sehr starke Defensive auch von Igor. Und ich bin mal gespannt, wie hier unser guter alter Freund Rohead aka durchkommen will. Rakete auf Pumpe, richtige Entscheidung, weil A hat hier die Skarmim Cycle hatte. Im Moment, die Skarmim Cycle hat, macht sich so viel Sinn, mit Mine auf Pumpe zu gehen. Vor allem, weil er kein Poison hatte und nur die Rakete. Nächster Golem nach hinten. Jetzt gibt es wahrscheinlich meiner. Okay, einfach Skellies. Jetzt gibt es einen Mine auf dem Turm. Ich bin mal gespannt. Okay, nee, er spielt jetzt erstmal defensiv. Barbaren nach hinten. Okay, gucken wir, ob er das Rakete ist. Ich könnte es mir vorstellen. Ich würde es nicht machen. Er macht es auch nicht. Okay, richtige Entscheidung. Lock einfach down, meiner hinten. Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich eine Rakete auf der linken Seite. Oh mein Gott. Okay, das war der Fehler. Das ist halt relativ schwierig, die dreimal an der Brücke zu verteidigen natürlich. Er wollte mit der Rakete ein bisschen was anderes machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er es trotzdem verteidigt bekommen sollte eigentlich, oder? Ah, sollte. 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 Nee. Nein. Dieses Deck, ich kann es nicht fassen, Mann. So, Leute, nächstes Gaming gegen Remy Ely. Und Remy Ely hat hier wirklich ein sehr, sehr krasses Matchup. Tesla, Miner, Feuerball, Tornado. Da sollte man sich eigentlich nicht beschweren. Miner, First Play auf dem Turm. Und natürlich nach hinten, weil er ganz genau weiß, Art hat hier nichts da viel dagegen. Er hat kein Tornado im Deck. Jeder kennt das Art-Deck, ne? Golem 3M, es ist einfach richtig geil. So, jetzt gibt es die Ballpack an die Bridge. Und er lässt es natürlich durchlaufen, weil es wäre einfach zu aggressiver Commit. So. An Remy die Stelle würde ich jetzt einen Feuerball auf den Turm werfen. Er macht es nicht. Ich glaube, viele Leute unterschätzen die Pumpe. Die Kraft von der Pumpe unterschätzen halt, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Klar, du kannst es versuchen, einfach zu punishen mit sehr, sehr aggressiven Truppen wie Khan Wallbreaker und kriegst dafür ein bisschen Damage. Aber wenn der Pumpe einmal auf dem Feld ist, das ist schon sehr, sehr krasser Stuff. So. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, lässt den Turm draufgehen, aber will die Pumpe beschützen, weil er ganz genau weiß, wie viel Value diese Pumpe wirklich bekommen wird. So. Jetzt gibt es die Scale Dranks dahinter. Feuerball wird, glaube ich, wahrscheinlich instant kommen. Ne, jetzt kommt erstmal defensiver Miner, weil er weiß, er kann den Feuerball nicht raushaben. Die Pumpe steht da noch. Seht ihr die Pumpe? Ihr seht die Pumpe. So, jetzt gibt es eine Meanhorn auf der linken Seite an die Brücke und jetzt bin ich gespannt, was er macht. So, jetzt muss ein Feuerball eigentlich kommen, aber wo kommt der Feuerball? Jetzt gibt es mal Kobold, das ist der Turm. Der Turm ist down und jetzt gibt es noch die Pfeile, damit der Turm 100%ig down ist. Er hat keinen großen Spell, der will auf jeden Fall sicher gehen. Scale Dranks connecten. Und ich glaube, der Scale Dranks sollte perfekt in der Lage sein, den Turm zu schredden. Und selbst wenn nicht, Pfeile reichen jetzt. Pfeile reichen, also alles gut, er ist im Saft. So, und guck, ich mein Elixier-Vorsprung. Und ihr wisst ganz genau, Kollege Remy Ely, der hat keinen Small Spell. Hallo, der hat keinen Small Spell. Versteht ihr das? Er hat keinen Small Spell. Und was bedeutet das auf gut Deutsch? Die E-Buffs, die werden so krass von der Skarmi geklärt werden. Natürlich, denn defensiv hat Remy Ely komplettes Matchup, komplette Antworten, aber die Skarmi kriegt so viel Value. Jetzt nächster Golem nach hinten. Und direkt wieder die E-Buffs, aber wir wissen beide. Klar, die E-Buffs sind okay, aber durch die Elixierpumpe hat er jetzt genug Elixier für Barbs und ist in der Lage, die Barbs zu platzieren. Kann sogar noch den einen Barbaren retargeten und den einen Lied Barbaren. Und gleichzeitig muss er diese Barbs noch verteidigen. Das unterschätzen Leute wirklich. Diese Barbs muss er noch verteidigen, weil die sonst noch Pressure am King machen. Und wir wissen ganz genau, eine 1-1-Situation gegen das Roar-Deck, gegen das A-Deck, das willst du nicht haben. Du willst keine 1-1-Situation haben, weil dann kommen einfach Barbs, Meanhorn den Knick, das ist absolut nicht nice. So, jetzt gibt es die 3M an die Brücke. Boah, diese Zeiten, ne? Wo 3M-Brücke wirklich ein geiler Play war. Ich vermisse es. So, jetzt gibt es Garmin den Knick. Jetzt kommen hier die E-Barbs. Guckt euch an. Die Barbaren am King Tower. Ich hab's euch gesagt. Jetzt muss hier Nado kommen. Ich hab's euch gesagt. Die Barbaren am King Tower. GG's well played. Spielt dieses Deck. Es ist so unfassbar geil. Ich kann es nicht fassen. Leute unterschätzen die Pumpe. Dieses Deck ist stark. Abonniert gerne den Kanal für mehr Content. Folgt Roar auf Twitch und auf Twitter. Würde mich unfassbar freuen. Ich würde sagen, abonniert gerne den Kanal und seid heute Abend unbedingt im Stream dabei. Und probiert dieses Deck aus und schreibt eure Meinung zu den Decken in die Kommentare. Haut rein und ciao, Leute.